Hallo Freunde der Zwischendurch-Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei mir und meinem, ihr habt es gerade noch ganz kurz gesehen, Level 61 Springfield mittlerweile. Ich habe festgestellt, dass man ab Level 61 noch, oh, aber ich habe keinen Sound. Ich glaube, ich habe keinen Sound. Nee, ihr werdet es ohne aushalten, Großteil mache sowieso ich. Ich habe nämlich auch festgestellt oder gelesen vorher sogar schon, dass man ab Level 61 nur noch 40.000 Erfahrungen, glaube ich, braucht, bis zu einem gewissen Punkt. Dann werden es, ich weiß nicht, 500.000 oder so. Ab Level, keine Ahnung, 80, 90, irgendwie sowas. Oder 100, keine Ahnung. Und ich hatte ja noch mit Level 60 zu kämpfen, da hatte ich ja noch 1, irgendwas Millionen, die ich noch gebraucht habe. Und von daher hat es bei mir halt ein kleines bisschen länger gedauert. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich habe jetzt hier wirklich gerade keinen Sound. Das finde ich irgendwie so ein bisschen kacke. Aber schauen wir erstmal, was uns hier erwartet. Ich glaube, das ist dieses Chili. Es ist schon zweimal jetzt erwähnt worden bei mir in den Kommentaren. Einer hat gesagt, das wäre so das am stärksten vertretenste Gerücht. Und irgendjemand hat mir vorhin auch in die Kommentare reingeschrieben, dass das kleine Update jetzt wohl online ist. Und da habe ich mir gedacht, setz mich doch direkt mal hin. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hey, Homer! Chief William hat mich gerade aufs Revier gezerrt. Was hast du dieses Mal angestellt? Eine Toilette gesprengt? Ein Denkmal verunstaltet, 2 Liter Mineralwasser getrunken. Hä? Okay. Ja, ja und nein, das warst du. Aber diesmal hat er mich mitgenommen, damit ich dir eine Nachricht überbringe. Wiggum sagt, du solltest dich dieses Jahr lieber vom Chili-Wettkochen fernhalten, wenn du dich nicht wieder blamieren willst. Ha! Viel Glück beim Blamieren eines Typen, der 3-mal beinahe den Darwin Award gewonnen hat. Ja, Hobi. Dafür wärst du wirklich prädestiniert für den Darwin Award. Das würde mich nicht wundern. Ihr müsst den googeln. Googelt mal den Darwin Award. Das sind quasi die dümmsten Menschen, die dümmsten Todesarten oder wie auch immer. Müsst ihr euch mal zu Gemüte geführt haben. Am meisten bereue ich, dass mein Herz wieder zu schlagen angefangen hat. Für das diesjährige Chili-Wettkochen werde ich so viel trainieren, wie ich noch nie trainiert habe. Lass Homer Bier mit Intensität trinken. Ja, unerträglich scharf, Teil 1. Dann geh mal Bier mit. Wie schmeckt das dann mit Intensität? Wie schmeckt denn Intensität? Schmeckt die wie süß oder sauer oder. Och, mein armes Homie-Baby kann gar nicht. Mein armes Homie-Baby kann gar nicht. Dann wollen wir das nochmal direkt ändern. Jetzt aber nochmal. 6 Sekunden. Glücklicherweise ist Most Taverne nicht allzu weit entfernt. Ich kann in der Zwischenzeit hier mal Chanel ein paar Donuts abgreifen. Und zwar genau 3 Stück. Machen wir das nochmal direkt. Glückwunsch. Du hast 3 Donuts gewonnen. Ja, das war Sinn und Zweck der Aktion. Sonst hätte ich da eben nicht mitgemacht. Ganz klar, dann warten wir jetzt hier noch ganz kurz die paar Sekunden, bis Homer zu Moos Taverne gelatscht ist. Ich gehe mal davon aus, schwer davon aus, dass er das Bier mit Intensität, ich glaube, diese Mixtur, die gibt es irgendwie auch nur bei Mo. Keiner weiß so genau, was Intensität wirklich bedeutet, also was es wirklich ist, welche geheime Zutat Mo da in sein Bier reinpanscht, damit es mehr nach Intensität schmeckt. Ist er denn schon da? Huch, der war zu Hause. Ach so, das gar. Oh, was ist das? Homer. Homer. Homer! Was? Oh, hallo, Peyote Coyote. Ach so, das ist der LSD-Trip. Okay. Ich dachte, ich hätte dich nur gesehen, als ich Irrsinnspfefferschoten gegessen habe. Ja, das war das mit dieser Indianerin mit den dicken Möpsen. Wer sich daran erinnern kann, war mal eine Folge in den Simpsons. Oh, sobald ich in deinem Körper bin, wirst du mich nicht mehr los, die spirituellen Herpes. Du musst dich auf deine Suche konzentrieren, um Seelenruhe zu finden. Klasse, nichts würde mir mehr Seelenruhe verschaffen, als diesem vorlauten Wiggum zu zeigen, wo der Hammer hängt. Aber wenn ich das mache, brauche ich mehr Hilfe als nur ein Hirngespinst. Wir benutzen diesen Begriff nicht mehr, wir benutzen Wahrnehmungsstörung. Lass doch mal ein Elite-Chili-Team rekrutieren. Auch wieder 6 Sekunden. Das machst du auch wo? Bestimmt auch zu Hause. Nein, das machst du nicht zu Hause, sondern du läufst nach Moos Taverne.
war zu erwarten. Da würde ich mein Chili-Super-Wett-Koch-Team auch unbedingt rekrutieren wollen. Ich wüsste, glaube ich, keinen besseren Ort. Ach so, Chili ist ja gar kein Alkohol. Hm, blöd. Dann würde ich vielleicht auch einen anderen Ort nehmen. Wie meine Hurenrennbahn zum Beispiel. Ich finde, auf einer Hurenrennbahn kann man unheimlich gut ein Chili-Weltmeisterschaftsteam, Kochteam rekrutieren. Oder in Giuseppes Werkstatt. Jeder, der sich einen China-Böller in den Arsch steckt, ihn anzündet und ihn überlebt, ohne dass er danach irgendwie in... Na? Gießkannenmanier scheißt. Der ist in meinem Team. Ich glaube, die 60 Sekunden, die 6 Sekunden sind vorbei. Flop. Meine Herren, ich habe euch hier versammelt, weil ihr besondere Fähigkeiten im Zubereiten von Chili habt. Ich weiß, wie man mit heißen Sachen umgeht, aber ich glaube, ich habe noch nie Chili gegessen. Nur Ringkämpfe darin gemacht. Das einzige Chili, das ich machen kann, ist eingelegt und besteht aus Eiern. Das sind Soleier, Mo. Das hat nichts mit Chili zu tun. Ich habe kein Chili mehr gekocht, seit mir die Polizei meine Kochbadewanne abgenommen hat. Ich mache Chili, indem ich eine Dose öffne und sie auf dem Kühler meines Autos aufwärme. Mein Chili ist eigentlich eher eine Dekonstruktion des Konzepts von Chili. Es ist eine geöffnete Dose. Und ich nenne Chili mein Chili Hotdog-Überraschung. Die Überraschung ist, dass es keine heißen Hunde enthält. Okay. Wow, ich hatte nur 3 Witze darüber erwartet, wie schlecht ihr seid. Was für eine schöne Überraschung. Glückwunsch, du hast unerträglich scharf Teil 2 beendet. Nimm meine Belohnung. Guck mal, Homers Chiliade. Springfields schärfster Chili-Wettbewerb beginnt. Sammle Irrsinns Pfefferschoten für ein Chili, das Homer um den Verstand bringt. Spürst du die Schärfe? Beende alle Quests vor dem 15. Juni und bekomme komplett neue Inhalte. Ich denke, das werde ich hinbekommen. Der Space Coyote. Gehe niemals ohne deinen Schutzgeist auf eine Suche nach Erkenntnis. Der Pro Shop und Space Coyote sind jetzt im Store verfügbar. Na toll. Muss ich wieder Geld ausgeben für. Der Pro Shop. Mit Dings. Ach, guck mal. Gib 50 Donuts zurück. Aha. 100. So. Aha. Ajax Stahlwerk. Fünfer Alarm Chili. Aha. Keine Ahnung, warum ich so komisch rede. Der erste Schritt zu gelungener Küche sind hochwertige Zutaten. Also rate ich von einem Einkauf im Quickie Mart ab. Gut. Zutaten? Pah! Das Einzige, was zählt, ist Schärfe. Deshalb nehmen wir guatemaltekische Pfefferschoten. Aber diese Pfefferschoten sind seit Jahren verboten. 2. Hä? Seit 2 Jahren, oder was willst du mir damit sagen? Gesetze sind wie Restaurants voller Hintertüren. Wir müssen einfach ein irrsinns Pfefferpüree zubereiten. Das gefällt mir. Belohnung Irrsinnskessel. Aha, interessant. Oh, hier haben wir noch einiges zu kriegen. Aber wie zu erwarten, keine neuen Figuren. Lass doch mal das Wort Püree nachschlagen. Du armer Kerl, weißt nicht, was ein Püree ist. Oi, 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 oi. Na gut, dann sammle erstens Pfefferschoten. Wo kann ich die sammeln? Wo kann ich die... Oh, okay. Das heißt, die müssen andere für mich sammeln. Na gut, nein, ich will noch gar nicht. Will gar keine Dings hier ausgeben. Ja, den hatte ich vorhin schon. Einen Film im Googleplex. 50.000! Filmlänge 3 Stunden! Jetzt bin ich irritiert. Ich krieg dafür 5... Ich krieg in 3 Stunden jetzt 5 Sessel und 5 Erfahrungen. Aha. Das hat's jetzt nicht wirklich besser gemacht, aber nur gut. Mal gucken, hier, komm, Trommelwirbel! Wer hätte es erwartet? Ich habe ein Hail Ants-Schild bekommen. Ich fühle mich groß und stark und gerecht dadurch, dass ich ein solches Hail Ants-Schild bekommen habe, denn ich besitze noch keins. Ich habe auch noch nie eins gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ein Hail Ants-Schild ist. Mann. EA. Ja, ich denke mal, das war's dann jetzt schon wieder gewesen. Würde ich mal sagen, kann ja auch ein kurzes Video draus machen, ist ja kein Thema. Mache ich ja hiermit jetzt auch kein Thema. Ihr kennt das. Mal sind sie länger, mal sind sie kürzer.
Kommt immer auf die Situation im Leben an. Von daher würde ich sagen, wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Däumchen nach oben da. Ansonsten könnt ihr mir doch gerne was in die Kommentare schreiben. Wie euer Nick zum Beispiel, ich werde mich das sowieso dran setzen. Die Liste nochmal durchgehen. Alle Leute kicken, die länger als 2 Wochen nicht sich in das Springfield eingeloggt haben. Also alle Leute aus meiner Nachbarschaft austreten, die sich 2 Wochen oder länger nicht eingeloggt haben. Und werde das nächste YouTube-Special. Ja, ja, 6 Donuts. Ich glaube, du hast einen Schatten. Und werde das nächste YouTube-Special aufnehmen, um es dann hochzuladen. Okay. So. Mehr gibt es nicht für mich zu tun. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.